Ja Leute, willkommen zurück bei Bavarian Muskrats. Ich habe jetzt gerade dort unten mein Auto abgestellt und starte somit meine heutige Tour. Heute sind wir ein bisschen in rumänischen Gefilden unterwegs, nämlich rumänische Konzepttour 2.0. Ich habe heute mal ein paar Ausrüstungsgegenstände im rumänischen M1990 Camouflage dabei. Das war eines von zwei Tarnmustern, die die rumänische Armee in den 90er Jahren neu eingeführt hat. Das M1990 war das erste Tarnmuster. Das ist eben das, was ich gerade trage. Das könnte man so in die Kategorie Woodland Camouflage einordnen, wobei dieses Tarnmuster versucht, so ein kleines bisschen kleinere Äste und Blätter zu imitieren. Es gab dann später 1994 noch ein weiteres Tarnmuster bei der rumänischen Armee, und zwar war das sogenannte Mosaik-Camouflage. Das war so ein kleines bisschen für diese kargeren, balkanähnlichen, steinigeren Terrains gestaltet. Über dieses Tarnmuster habe ich auf meinem Kanal auch ein separates Video online. Könnt ihr mal gerne mal die Konzepttouren reinklicken. Da bin ich mit diesem Tarnmuster unterwegs, und wenn alles gut geht, plane ich demnächst eine Tour, wo ich auch eine Begleitung dabei habe. Da möchte man so eine Doppelkonzepttour machen, dass praktisch einer von uns beiden mit dem M1990 Tarnmuster unterwegs ist und der andere mit dem Mosaik-Camouflage, dass man beide Tarnmuster einmal nebeneinander sehen kann. Und ihr könnt sehen, passend dazu habe ich auch die dementsprechende Zeltbahn mit dabei. Habe heute allerdings nicht vor, mir ein Lager in dem Sinne zu bauen, sondern die Zeltbahn will ich heute eigentlich eher als Unterlage, als so eine Art Picknickdecke verwenden. Wir schauen aber auf alle Fälle später nur mal genauer auf das Tarnmuster dann drauf. Ihr könnt sehen, ich habe jetzt gerade schon angefangen, ein bisschen zu steigen. Ich habe nämlich vor, heute auf so einen Felsvorsprung hochzusteigen, und da oben auf dem Felsvorsprung möchte ich mir dann mein Essen zubereiten. Deswegen bin ich heute auch ein kleines bisschen mit einem anderen Setup unterwegs, anderer Rucksack. Und ja, jetzt haben wir auf alle Fälle erstmal ein kleines bisschen einen Weg vor uns. Hochsteigen und fange einmal ein paar Eindrücke dabei ein. Ja, hier auf dem Weg kommen wir auch schon an ein paar interessanten Felsformationen vorbei. Zum Beispiel so wie diese. Geht fast schon ein kleines bisschen in Richtung Teufelstisch, muss ich sagen. Sehr schön. Vor allem jetzt, da das früher gerade erstmal gestartet hat, haben wir noch fast keine Blätter. Somit sieht man diese Felsformationen sehr gut durch den Wald durch. Übrigens, an diesem Spot, den ich heute aufsuchen werde, habe ich eines der ersten beiden Outdoor-Videos auf meinem YouTube-Kanal gedreht. Abgesehen von den früheren Kajak-Videos, die wir damals ausschließlich auf dem Kanal hochgeladen haben. Und irgendwann hatte ich mich ja dazu entschieden, solo unterwegs zu sein und so Outdoor-Touren mitzufilmen. Und da war ich genau hier auf einer meiner ersten beiden Touren und auf meiner ersten beiden Outdoor-Videos unterwegs. Die Videos sind übrigens noch immer online, wenn ihr Bock habt, da mal reinzuklicken. Was man hier anhand der Spuren erkennen kann, ist, dass hier inzwischen einmal wieder Downhill-Biker unterwegs sind. Habe ich auf meiner damaligen Tour vor ein paar Jahren noch gar nicht gesehen, sowas. Heute soll auch noch ein richtig schöner Frühjahrstag werden. Wir können jetzt gerade aktuell nur so die Reste des Nebels sehen. Der wird sich aber jetzt dann mit der Zeit verziehen. Man sieht schon richtig, wie von hier hinten die Sonne durchdrückt. Und hier haben wir auch schon einen schönen Blick aufs Altmühltal. Wird natürlich durch die A9, durch die Autobahn ein kleines bisschen getrübt, aber trotzdem sehr schöne Gegend.
viele Spots, auf denen ich schon unterwegs war. Hier unten sieht man die Schwarzach, die sich hier durchschlängelt. Hier gegenüber, wo man oben diesen Funkmast stehen sieht, da habe ich die JMA-Konzepttour damals durchgeführt, wo ich auch oben an diesem Gipfelkreuz war und danach in dem Bach unten gebadet habe. Da hinten haben wir eine schöne Burgruine, die man besuchen kann. Und wenn wir hier vorblicken, ist jetzt auf der GoPro höchstwahrscheinlich zu weit weg, da kann man den Kindinger Berg sehen, wo ich ja beim letzten Mal die Schweizer Konzepttour gedreht habe, da wo sich diese beiden Autobahnspuren trennen und dann links und rechts am Berg vorbeigeführt werden. Ich bin jetzt hier schon an dieser Stelle, wo von diesem Hauptwanderweg hier eine Abzweigung ist. Da möchte ich jetzt dann runtergehen und da vorne kann man so ein Felsplateau sehen. Da will ich dann was zum Essen zubereiten. Ja, der Weg, der führt uns jetzt wie auf so einem felsenen Steg, wie über so einen Kamm hier nach vorne. Ich habe auch mal Drohne dabei. Ich hätte nämlich vor, hier noch ein paar schöne Drohnenaufnahmen zu machen. Ja, hier mal ein Blick auf die Straße, die sich hier entlang den Felsen nach oben schlängelt. So, und jetzt bin ich ja schon auf dem Plateau angekommen, wo ich hin wollte. Richtig schöner Spot hier. Da vorne auf dem Plateau werde ich mir jetzt ein kleines bisschen mein Lager einrichten. We'll be right back.
So, jetzt habe ich mich hier eingerichtet. Gehen wir mal ganz kurz runter, dann zeige ich es euch ein bisschen. Hat man also die M90 Zeltbahn, die rumänische, hier als so eine Art Picknickdecke einmal halb hergelegt. Hier ein bisschen meine Sachen hergerichtet. Bin heute wieder mit meinem alten Ansitz-Jagdrucksack vom Decathlon unterwegs. Der hat mich ja über viele Jahre hinweg begleitet. Finde ich ganz cool, dass man da so einen Hocker dabei hat. Den nehme ich allerdings heute gar nicht zum Draufsitzen her, sondern das setze mich halt einfach nur auf dieses isolierte Sitzkissen drauf. Hab mir da jetzt auch gerade schon meinen Outdoor-Tisch aufgebaut. Da kommt jetzt heute mal wieder das optimale Dreibein, was ich mir zusätzlich gekauft habe, zum Einsatz, weil man hier keinen Erdspieß im Boden reinbringt. Das gefällt mir ganz gut und habe auch bis jetzt nicht bereut, dass man das optional noch dazu geholt hat, weil da hat man echt immer gute Möglichkeiten, gerade wenn man jetzt hier oben ist und von der Höhe her ist das eine schöne Höhe, wenn man davor sitzt. Haben wir jetzt auch gerade schon den großen Esbit-Kocher oben drauf aufgebaut und einen Würfel reingemacht. Hier an der Seite meine Ablagefläche, habe jetzt den Löffel hier gerade drauf. Den kann man ja hier einfach so reinstecken. Werde dann nachher meine Hände drauf ablegen. Und ja, da wir ja heute ein bisschen in Rumänien, in Osteuropa unterwegs sind, habe ich mal dieses hier geholt. Das habe ich durch Zufall beim Lidl gesehen. Das muss scheinbar mal irgendwie so eine Aktion gewesen sein, war bei den reduzierten Sachen dabei. Und zwar nennt sich das Jagdwurstsuppe nach osteuropäischer Art mit Gewürzgurken und Paprika. Also hört sich ganz gut an. Ich würde mal sagen, das geht wahrscheinlich so ein kleines bisschen in Richtung Soljanka. Habe ja ein bisschen überlegt, ob ich mal mit dem NVA-Strichtarn rausgehen soll. Und habe mir dann aber jetzt ja doch für diesen rumänischen Tarn entschieden, weil ich den neu bekommen habe, beziehungsweise den Parker habe ich schon eine ganze Weile, habe ich aber noch nie auf Natur gezeigt und die Zeltbahn ist eben neu dazugekommen. Wie bei der anderen Zeltbahn im Mosaik-Camouflage auch schon der Fall, muss man hier dazu sagen, super Qualität, also das gibt es gar nicht. Die gehört wirklich zu einem der stabilsten Zeltbahnen in meiner Sammlung. Also das Material, das ist sowas von stabil einfach und richtig derbe Qualität. Total robuste Baumwolle und das fühlt sich ja irgendwie, das habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, das fühlt sich irgendwie an, als wenn das nur mit irgendwas beschichtet wäre. Also es ist jetzt keine Gummibeschichtung, aber irgendwas, glaube ich, ist da drauf. Was es genau ist, weiß ich nicht. Es fühlt sich auf alle Fälle so an. Und man kann auch, wenn man genau hinschaut, in dem Schwarz nochmal so eine Unterteilung sehen. Das schaut auch so ein kleines bisschen fast wie so eine Art Gummierung oder Beschichtung. Also ich habe keine Ahnung, was das ist. Ob das auch so eine Art Carbonfarbe ist oder was. Das ist auf alle Fälle interessant. Und wenn man jetzt da mal drauf schaut, kann man ein bisschen an dem Tarnmuster sehen, das, was ich vorher gesagt habe. Wir haben hier diese feinen Einziehungen in den Flecken drinnen. Und das imitiert ja so kleines Geäst und teilweise auch Blätter. Also es entsteht so dieser Eindruck von so einzelnen Laubblättern und so kleinem Geäst. Also ein sehr schönes Tarnmuster. Und ich zeige euch auch nochmal den Parker ganz bisschen aus der Nähe. Genau wie bei der Zeltbahn haben wir hier robusteste Qualität an Baumwolle bei diesem Parker. Und ja, also mit dem, da fühlt man sich, als wenn man kugelsicher wäre mit diesem Ding. Wir haben an der Seite schöne Eingrifftaschen, große. Zusätzlich haben wir an der Brust auch nochmal Eingrifftaschen, die nochmal mit zwei Knöpfen gesichert sind. Ärmel hier. Hier haben wir auch nochmal so eine Überlappung drüber genäht. Hier Verstärkung oben mit drinnen. Am Kragen haben wir hier, wenn man den schließen möchte, noch diese Lasche zusätzlich mit dran und auch noch so einen kleinen Haken, den man hier einhaken kann. Und man kann den sowohl im Sommer als auch im Winter tragen. Ich habe nämlich jetzt halt hier mein Innenfutter noch drinnen. Und das Besondere an diesem Innenfutter ist das ist jetzt nicht irgendwie so ein Fake-Fell oder sowas, wie wir das zum Beispiel beim BW-Parker haben, da ist ja dieses Teddy-Fell innen drinnen, sondern wir haben hier so ein richtig Oldschool-Filz-Material innen drinnen. Da kannst du sehen, wie das hier abgesteppt ist. Das ist irgendwie so eine Art Filzwolle und es hält super warm. Das ist eben wie beim BW-Parker, auch hier ringsrum mit diesen kleinen Knöpfen
eingesetzt. Man kann das natürlich auch rausmachen. Dann hat man einfach einen ganz normalen Parker. Selbst aber dieser normale Parker, wenn man den dünn trägt, hat nun mal hier aus Stoff innen so eine Art Innenfutter reingenäht. Also es ist jetzt nicht bloß diese Außenhülle, wo das Tarnmuster drauf gedruckt ist, sondern wir haben wirklich auch nochmal innen so ein Innenfutter mit drinnen zusätzlich. Jedenfalls das Ding, das ist wirklich eine Technik, die nach wie vor funktioniert, ist natürlich auch schön atmungsaktiv. Also ich bin mit dem Ding echt gerne unterwegs. Hier haben wir auch nochmal diese zusätzliche Lasche, die man eben rüberknöpfen kann. Das ist sogar eine doppelte, kannst du das hier sehen. Und den kann ich jedem von euch empfehlen, wenn ihr den irgendwo mal seht. Man kriegt den noch relativ gut, auch zu super Preisen. Und mit dem Teil macht man wirklich nichts falsch. Mal ganz abgesehen davon, dass er natürlich auch stylisch ausschaut. Also ich bin echt gern mit dem unterwegs. Und der 1994er Mosaik Camouflage Parker, der ist absolut identisch mit dem. Also es ist genau der gleiche Schnitt, bloß eben mit dem Mosaik Camouflage. Ich hoffe, dass ich euch den dann demnächst mal in so einer kleinen Doppeltour vorstellen kann, dass man auch beide Tarnmuster mal nebeneinander sehen können. Da muss man überlegen, ob das eine Tour in den Wald raus wird oder vielleicht auch so ein bisschen in so einem Mischgebiet, wo wir auch was Felsiges haben, da eben der Mosaik-Camouflage eigentlich besser in so einem steinigen, kargeren Gebiet funktioniert. Er funktioniert zwar auch im Wald drinnen, aber ja, eher so in Laubwäldern, würde ich jetzt dann nochmal sagen. Das warme Innenfutter geht übrigens auch bis in die Ärmel vor. Also das ist nicht bloß wie so eine Weste, sondern es sind wirklich die kompletten Ärmel mit dabei. Und in den Ärmeln drin haben wir auch doppelte Abschlüsse. Also ihr habt vom Innenfutter einen Abschluss mit dem Gummizug innen drin. Und zusätzlich habt ihr hier vorne auch nochmal so ein Kordelsystem, wo man das auch nochmal enger machen kann. Und ich würde jetzt mal sagen, dass das auch wirklich so strapazierfähig ist, dass das Material, dass ihr euch das relativ schwer irgendwo aufreißen könnt. Oder selbst wenn man da jetzt irgendwie so das Unterholz durchläuft und da irgendwo so spitze Äste oder was rausschauen, glaube ich, ist es sehr schwierig, den Stoff klein zu kriegen. So, jetzt fange ich mal mit der Essenszubereitung bzw. Erwärmung an. Ich muss jetzt mal schauen, ob die komplette Dose da reingeht, weil dieses Kochgeschirr ist vom Füllvermögen nicht gerade das Größte, was ich in meiner Sammlung habe. Schaut aber sehr gut aus. Ich glaube, es geht ganz rein. Ja. Der Geschmack ist auch ganz gut. Was ich gerade schon mal kalt von meinem Finger testen konnte. Jetzt mache ich die Befeuerung drauf und da habe ich mich eben heute für den großen S-Bit-Kocher entschieden, da der sehr windgeschützt ist und mir war schon klar, dass hier oben wahrscheinlich ein bisschen ein Zug sein kann und ich glaube, dass der die beste Option für heute war. Habe ich heute auch den großen 27 Gramm S-Bit-Würfel mitgenommen. Das sind die, wo nur mal einzeln in so einer Plastikfolie verschweißt sind. Ja, er macht schon Zicken. Das ist eben die Sache. Ich habe jetzt die letzten Mal immer diesen BCB Fire Dragon Gel-Riegel dabei gehabt. Der ist an, der geht auch nicht aus und der geht sofort an. Hier, durch den bisschen Windzug, ist er mal schon wieder ausgegangen, der Würfel. Also man muss unwahrscheinlich lang drauf gehen. Ja, der Winter wird mir halt definitiv Probleme machen, das sehe ich jetzt schon. Und die Sonne kämpft auch nach wie vor gegen diesen Nebel und diese Wolken an, aber sie kommt nicht so wirklich durch. Also vor einer halben Stunde hat es weitaus besser ausgeschaut wie jetzt gerade. Mal schauen, wie es in eineinhalb Stunden oder so ausschaut, weil ich werde, nachdem ich hier gegessen habe, nur ein kleines Stück weiter wandern. Ich mache so eine Art so eine Rundwegwanderung. Ich werde hier an den Klippen entlang noch weiter vorwandern und dann unten an der Straße, die ihr höchstwahrscheinlich in den Drohnenaufnahmen sehen konntet, entlang wieder zurück zu meinem Auto zurückwandern.
Naja, jetzt tut sich ja doch noch ein bisschen was hier mit der Wärme. Ich zeige euch das mal ganz kurz im Inneren. Da ist jetzt noch ein kleines bisschen ein Rest von dieser 27 Gramm Tablette übrig. Und den hat es mir jetzt schon zweimal ausgeblasen durch den Wind. Von der Menge her wäre das noch immer so viel, wie wenn ihr die ganz kleinen S-Bit-Tabletten hernehmen würdet. Aktuell brennt es jetzt wieder. Aber das Essen ist trotzdem gut warm. Ja, dann ist jetzt Essenszeit. Ich habe mir zusätzlich noch so ein schönes Brötchen mit ein paar Körnern drauf besorgt, was ich dazu essen werde. Machen wir hier mal auf. Der Dampf steigt auch schon auf. Ich denke mal, es ist gut mundwarm geworden. Bin aber auf alle Fälle froh, dass ich den großen Riegel mitgenommen habe und nicht den kleineren, weil der wäre definitiv zu klein für heute gewesen. Also Geschmack finde ich sehr interessant. Diesen Gewürzgurkengeschmack, den schmeckt man richtig raus. So als wenn man aus so einem Essiggurkenglas einfach ein bisschen was damit reingeben hat. Also das mag ich sehr gerne. Ich habe mal eine Ex-Freundin aus Sibirien gehabt und die hat in das normale Gulasch, also in die Gulaschsoße oder in die Schaschliksoße einmal ein kleines bisschen Gewürzgurkensaft mit reingemacht. Das hat mir auch sehr gut geschmeckt. Fruchtig, pikant auf alle Fälle. Könnte mir vorstellen, auch noch ein bisschen Chili und sowas mit reinzumachen. Habe ich jetzt aber nicht gemacht, weil ich es halt so verkosten wollte, wie es hergestellt worden ist. Die Jagdwurst ist relativ geschmacksneutral, wo drin ist, muss ich sagen. Aber ansonsten eigentlich voll mein Geschmack. Jetzt tauche ich mir ein bisschen mit der Semmel auf Hochdeutsch Brötchen ein. Nachdem ich jetzt aufgegessen habe, bin ich gerade schon am Abbauen. Und jetzt zeige ich euch nochmal ganz kurz die Zeltbahn von der Unterseite. Da kann man nämlich sehr schön das Kordelsystem erkennen, das man dafür benötigt, wenn man die Zeltbahn als Poncho tragen möchte. Wir haben also hier zwei verschiedene Kordelsysteme eingearbeitet. Ihr könnt hier die Kordeln herausschauen sehen. Und hier ist der Seilzug eingenäht. Genauso wie hier. Man klappt also diese vordere Lasche nach innen und kann dann mit Hilfe dieses Seilzugs und dem unteren Seilzug die Kapuze hier formen. Dann kann man auch schon ganz gut die Eingriffe sehen, beziehungsweise die Durchgriffe, wo man dann nachher mit den Händen durchgehen kann. Und was diese Zeltbahn noch als Besonderheit hat, sind diese kleinen Eingrifftaschen, die hier innen aufgenäht sind. Das heißt, wenn man das Ganze dann als Poncho trägt, dann wird man ja hier mit den beiden Armen durchgreifen. Hier oben hat man dann die Kapuze und hat dann auch jeweils innen liegend nochmal so eine kleine Einstecktasche. Das kann man übrigens auch für Kleinigkeiten verwenden, wenn man sich mit der Zeltbahn ein Lager aufbaut. Also angenommen, man nimmt die obere Spitze als Befestigungspunkt und zieht dann den Rest so nach hinten. Dann hat man, wenn man innen drin sitzt, hier nochmal die Möglichkeit, irgendwas reinzustecken oder ja, ein Licht einzuhängen. Kann man zum Beispiel hier an diesen Knöpfen machen. Ihr wisst ja, dass ich meine Zeltbahnen immer sehr gerne als Tabs verwende, wenn ich draußen unterwegs bin. Was ich zur rumänischen Zeltbahn noch dazu sagen kann, ist die, dass die inzwischen auch schon etwas schwieriger zu bekommen ist, wie im Vergleich vielleicht vor 2-3 Jahren. Im Preis hat sie auch ziemlich angezogen. Allerdings kann ich euch sagen, wenn ihr die irgendwo seht, dann nehmt die mit. Denn im Vergleich zu anderen Zeltbahnen, wie zum Beispiel den ungarischen Zeltbahnen, sind die Zeltbahnen hier meist in einem wirklich 1A-Depot-Warenzustand und so gut wie überhaupt nicht beschädigt. Und vom Preis-Leistungs-Verhältnis her kriegt man da für sein Geld wirklich was geboten. Also klare Kaufempfehlung
für diese Zeitbahn. Ich würde sogar sagen, jetzt mal abgesehen davon, ob einem das Tarnmuster gefällt oder nicht, gehört die mit Sicherheit zu den besten Zeltbahnen, die es überhaupt auf dem Markt gibt bzw. gegeben hat. Ja, was ich jetzt machen werde, ist von diesen vorgelagerten Klippen hier über diesen Weg wieder nach oben auf den Hauptweg zurückzugehen. Und dann werde ich hier vorne entlang an diesen Klippen durch den Wald wandern. Ich glaube, da vorne gibt es auch nochmal eine Aussichtsplattform und später eben dann hier unten an der Straße entlang zu meinem Auto zurückwandern, was eben hier vorne an der Schleife steht. Kann jetzt so aktuell von hier nicht runter sehen, aber ich glaube, ihr habt das auf den Drohnenaufnahmen erkennen können, falls die was geworden sind. Also los geht's. Rucksack natürlich gleich ein kleines bisschen leichter, da das Trinkwasser und das Essen weg sind. Ich komme jetzt da oben aus dem Wald raus, habe hier die Straße gekreuzt. Das ist die Straße, die dann im weiteren Verlauf an den Felsen unten vorbeigeht. Und hier haben wir noch einen weiteren schönen Aussichtspunkt mit Picknickplatz hier. Gipfelkreuz. Und unter uns liegend, jetzt ins Bild kommen, ist Kinding. Da kann man eine sehr schöne Wanderung machen. Man könnte jetzt von hier oben aus in den Ortskern nach Kinding runterwandern. Bietet sich im Sommer an, gibt es zwei schöne Gasthäuser mit Biergärten unten und einen schönen Quellbach, wo früher sehr viele Flusskrebse drin vorkommen sind. Dementsprechend ist einer der Gasthöfe, ein Gasthaus zum Krebs benannt. Dann haben wir auch noch ein schönes Wassertretbecken direkt hier unten an der Schwarzach, wo man vorwandern kann. Und im weiteren Verlauf sehen wir hier vorne diese historische Altmühlbrücke. Da gibt es auch einen Campingplatz. Das heißt, man kann auch mit einem Kajak hier auf der Altmühl Richtung Kratzmühle entlang fahren und hat dann da unten einen schönen Lagerplatz, von dem aus man auch in diese Biergärten ins Dorf reingehen kann oder eventuell auch hier hoch, um die Aussicht zu genießen, wenn man so eine kombinierte Tour vielleicht machen möchte aus Kajakfahren und Wandern. Also hier hat man wirklich viele Optionen offen. Ja, auch an der Straße entlang hat man immer wieder schöne Aussichten, sowohl auf die Felsen als auch ins Tal runter und kann hier entlang dieser Bewehrung auch gut wandern, da man hier so eine Art kleinen Fußweg haben. Und wie man hier sehen kann, es kommen auch immer wieder schöne Aussichtspunkte hier mit einer Bank, wo man es sich auch noch mal ein kleines bisschen bequem machen könnte. Selbst der Weg hier an der Straße entlang rentiert sich wirklich, da wir immer wieder schöne Landschaftsbilder haben. Einfach hier dieses kleine Felsmassiv mit der Kiefer daneben. Das hat einfach was. Und da vorne kommen jetzt auch die großen Klippen ins Bild, auf denen ich hier vorher meine Brotzeit zu mir genommen habe. Ja, auch echt mega beeindruckend, das Ganze nochmal von unten zu sehen. Ich meine, ich habe es zwar schon auf der Drohne gesehen, aber wenn man davor steht, dann wird eigentlich einem nur mal bewusst, wie hoch das Ganze ist, wenn ich mir vorstelle, dass ich genau da oben auf dieser Spitze vorher drauf stand. Und auch die kleinen Überhänge da vorne finde ich ganz interessant. Das wären auch potenzielle kleine Lagerplätze. Muss ich mal schauen, wie man auf den hier hochkommt von hinten. Ob der komplett freistehend ist oder ob der auch so eine kleine Landzunge hat, so einen kleinen Felskamm, der mit dem Hang verbunden ist. Ja, hier sieht man auch, dass das in den letzten Jahren alles ein bisschen mit Spritzbeton gesichert worden ist. Das war früher nicht der Fall, wo er das erste Mal hier war. Das sieht man auch oben an der Stelle, wo ich gelagert habe. Da haben sie auch so eine Art Netz eingezogen. Dort unten am Hang kann man auch noch die großen Geröllnetze sehen, die hier zur Sicherung eingezogen sind. Das ist natürlich im Frühjahr bzw. im Winter immer ein bisschen ein Problem, wenn das Wasser in die Schlitze reingeht und dann aufgefriert, weil dann sich eben das Gestein absplittert und auf die Straße runterfällt, sobald dann der Frost weggeht.
und zu Fuße der schönen Kiefern bin ich jetzt final auch schon wieder an meinem Auto angelangt. War jetzt ein schöner Rundweg. Vorher bin ich von da aus hier hoch und dann oben drüber und hier in der Schleife wieder zurück. An der Stelle werde ich das Video dann auch beenden. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Über Kommentare und Abos freue ich mich natürlich wie immer. Und wenn ihr Bock habt, dann klickt beim nächsten Mal wieder rein. Begleitet mich auf eine meiner Touren. Und ich wünsche euch alles Gute. Eventuell bis zum nächsten Mal. Also, ciao.